Also herzlich willkommen zu dem Workshop. Wäre es jemandem hilfreich, ich würde die Schriftsprache so gut in Schweizer, dass ich reden kann. Ist gut. Ich möchte Ihnen sagen, wie ich die Zeit mir gedacht habe. Das Thema ist ja entlastende Konzepte der finalen Eheseelsorge. Und ich habe mir es eigentlich so vorgestellt, dass ich wirklich probieren möchte, einen Workshop zu machen. Das heisst, ich will Sie im zweiten Teil wirklich mit einbeziehen. Ich will Ihnen gerne zuerst etwas sagen. Will Ihnen auch über meinen Werdegang, will Ihnen auch zwei Konzepte, die für uns wichtig sind, in dieser Art, wie wir arbeiten, in dieser finalen Eheseelsorge, will ich Ihnen vorstellen. Und ich hätte dann gerne eigentlich ein bisschen geschaut, was das bei Ihnen auslöst. Damit das möglich ist, möchte ich Sie bitten, dass Sie nicht nur mit Ihrem Verstand jetzt da sind, sondern dass Sie sich auch innerlich ansprechen lassen. Weil die Konzepte, ich weiss nicht mal, wie viel das Sie mit Ihrem Verstand dann damit machen können, aber Sie könnten bei Ihnen innerlich etwas ansprechen. Und von dort her, wenn wir für diesen Austausch nachher wirklich ein bisschen ins Gespräch kommen, wäre das eine Hilfe, wenn Sie das wagen würden. Einfach mal zu schauen, was lösen die Gedanken und die Bilder bei Ihnen aus. Ich sage vielleicht zuerst kurz etwas zu mir. Ich habe gesehen, es hat praktisch niemand da, wo ich das Gefühl habe, er wüsste das schon alles, was ich jetzt dann sagen würde. Ich selber bin früher noch als Lehrer tätig, habe Sprachen und Geschichte unterrichtet. Bin verheiratet mit der Florette, einer Französin, und 5 Kinder. Und ein Sohn, der noch 30 war, ist verloren. Mit 38 habe ich mich entschlossen, nochmals zu studieren. Ich habe in Bern Psychologie studiert und doktoriert und habe nachher eine Beratungsstelle aufgebaut. Das hat damals noch geheißen christliche Beratungsstelle. Es ist heute vorgestellt worden von Daniel Zwicker. Das ist der letzte Mitarbeiter, den ich reingenommen habe. Das ist ein Therapiezentrum Siloa. Das habe ich aufgebaut und während 20 Jahren geleitet. Ich habe in dieser Zeit, als ich angefangen habe, ich hatte eine Ausbildung als Gesprächspsychotherapeut und habe zuerst mit Einzelgesprächen mit Menschen gearbeitet. Und das war fast unumgänglich, dass dann mit der Zeit einfach auch Paare dazugekommen sind. Einfach durch das, dass vielleicht der eine Partner Veränderungen erlebt hat, der andere auch dazugekommen wollte. Und ich hatte den ersten Paargespräch. Und in diesen Paargesprächen bin ich völlig gescheitert. Das war für mich überhaupt nicht befriedigend, was da dabei rausgekommen ist. Und ich habe mich dann anfangen, auseinandersetzen mit dieser Frage, warum? Was ist denn bei Paargesprächen so völlig anders wie bei Einzelgesprächen? Ich denke, das ist etwas, was Sie sich sehr gut auch vorstellen können. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, das ist vielleicht mit dem einen Partner, mit der Frau zum Beispiel, hatte ich Einzelgespräche. Und dann ist der Partner dazugekommen, der Mann dazugekommen. Und dann ist das plötzlich eine ganz andere Aufteilung. Ich mag mich erinnern, gewisse Leute haben dann gesagt, was ist denn jetzt los? Jetzt klappt das gar nicht mehr so zwischen uns. Es ist plötzlich noch eine andere Person dazugekommen. Und das Trüeck, das da entstanden ist. Und ich habe gemerkt, wenn man mit Paaren arbeiten will, muss man wirklich einen anderen Weg einschlagen. Das andere, was mir sehr stark bewusst worden ist, wenn Paare kommen, sind sie meistens in einer Situation, wo sie jetzt Hilfe brauchen. Das heisst, das Haus brennt. Man muss im Grunde genommen wie einen Weg finden, um mit ihnen zu arbeiten, wo man einen Schritt nach vorne gehen kann. Man kann sich nicht um ihre Vergangenheit kümmern. Wenn man das machen würde, wie man es in Einzeltherapien machen kann, dann wird unterdessen die Beziehung total zerstört. Meine Motivation zum Studieren
ist von Anfang an eigentlich der Wunsch gewesen, zu entdecken, was Gott den Menschen anzubieten hat. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, die berührt mich tief. Jesaja oder Jeremia, weiß nicht mehr genau, wo die Aussage steht, wo Gott sagt von sich selber: Es soll mir eine Freude sein, euch Gutes zu tun. Es soll mir eine Freude sein, euch Gutes zu tun. Und ich habe mir gesagt, ich möchte gerne entdecken, wie Gott das macht, was da der Beitrag der Menschen ist und was auch der Beitrag könnte sein, allenfalls vom Glauben, von dieser Beziehung, wo die Menschen zu Gott bereits haben. Ein wichtiger Moment für mich war auch, als ich nachher meine Zertifizierung gemacht habe. Also das ist der Abschluss der therapeutischen Ausbildung, Gesprächspsychotherapie. Und da habe ich vor zwei Experten, habe ich müssen drei Fälle, in Anführungs- und Schlusszeichen, dokumentieren und Tonbänder, Tonbandausschnitt vorbereiten, dass sie reinhören können. Und ich bin vor dieser schwierigen Frage gestanden, was soll ich denen zeigen? Das, was sie sehen wollen? Oder das, was ich mache? Und ich habe mich entschieden, ich zeige denen das, was ich mache. Und habe ein bisschen Angst, dass ich immer dafür zum Schluss, ja, das ist nicht ganz unsere Linie. Nicht mit Psychotherapeut SGGT. Und das ist etwas ganz Interessantes passiert. In diesen Tonbändern habe ich immer das Tonband abgestellt, wenn wir gebetet haben. Also sie hatten nachher das, was vorher war. Das Gebet haben sie nicht gehört. Und dann haben sie gehört, wie es weitergeht. In der psychologischen Forschung redet man ein bisschen von der Blackbox, die zwischendrin ist, von dem, wo man den Stimulus hineingibt und das, was der Output ist. Und die Experten, die Therapeuten, sind in dieser Situation gewesen. Was für mich beeindruckend war, ist, wie die reagiert haben. Der eine hat gesagt, ich beneide die Person, auf dem Tonband, ich beneide die Person um die Ressourcen, die sie hat, ihre Beziehung zu Gott. Und der andere hat gesagt, was ich da spüre, eine Möglichkeit beeindruckt mich so, ich denke, ich sollte persönliche Schritte in dieser Richtung tun. Was mich fasziniert hat, ist, dass die Menschen etwas gemerkt haben. In dieser Beziehung zu Gott ist ein ungeheures Potenzial vorhanden. Das hat etwas zu tun mit der therapeutischen Ausrichtung, wo sie hergekommen sind. Gesprächspsychotherapie geht davon aus, dass das Beziehungsangebot das Entscheidende ist, das Veränderung ermöglicht. Und irgendwo haben die beiden Männer wie etwas gespürt von dieser Tatsache, dass wenn eine echte persönliche Beziehung zu Gott da ist, dass dann ein Veränderungspotenzial in dieser Beziehung entsteht, weil Gott das Einzige, das wirklich vollkommen Liebende gegenüber ist, wo ein Mensch haben kann. Und da liegt in dem Sinne etwas drin, wo für mich dann in meiner Art zu arbeiten sehr wichtig geworden ist. Ich habe mich am Anfang von meiner Arbeit nachher entschieden, als ich so ein bisschen entdeckt habe, dass Gott den Menschen wirklich etwas anzubieten hat, ich will mich gern dem anschliessen, was er tut. Es gibt einen Satz von Oswald Chambers, kennt vielleicht einige von euch, wo man geschrieben hat, Gott hat sehr viele Menschen, die bereit sind, für ihn etwas zu tun. Er hat sehr wenige, die bereit sind, mit ihm etwas zu tun. Mit ihm etwas tun hat etwas zu tun mit der Haltung, die wir von Jesus her wissen, wo Johannes 5 schreibt, ich schaue, was der Vater tut, und das tue ich auch. Das ist für mich ein bisschen wie die Wegleitung geworden, mich dem anzuschliessen, was Gott schon tut.
In der Ausbildung, die wir anbieten für Eheseelsorge, ist das einer von diesen drei Sätzen, die wir den Leuten mitgeben in ein Gespräch. Der Satz, wo ist Gott bei dem Mann schon dran und wo ist Gott bei dieser Frau dran? Was mir auch aufgefallen ist, in dem Versuch, wie ein bisschen zu entdecken, wie es Gott macht, wie er eben das umsetzt, den Menschen Gutes zu tun, da ist mir aufgefallen, dass Gott eigentlich probiert, die Menschen immer einen Schritt weiterzuführen. Gott kommt von dem aus, was schon geschehen ist. Was ist schon geschehen? Der Tod von Jesus Christus am Kreuz. Der Satz, es ist vollbracht, hat für mich sehr grosse Bedeutung bekommen. Es ist vollbracht, könnte bedeuten, dass eigentlich alles, was zu einer positiven Veränderung oder zum Wachstum oder zur Entfaltung von einer Person, aber auch von einer Ehe nötig ist, dass da von Christus her am Kreuz etwas geschehen ist. Von dort her dann der Ausdruck finale Eheseelsorge, also Eheseelsorge, die eigentlich vom Ziel herkommt, von dem, was schon geschehen ist. Ich würde nicht zu fest auf das eingehen, aber Sie spüren vielleicht dann auch ein bisschen etwas davon. Im Grunde genommen heisst das, der Mensch kann in Sachen eintreten, die von Gott her parat sind, oder mit anderen Worten, Gott hat Angebot für die Menschen. Man muss sie annehmen, eintreten. Ich gebe noch ein konkretes Beispiel. Im Philipper 4, Vers 5, steht, lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Das ist ein interessanter Satz. Das würde bedeuten für mich und für jedes von uns da auch. Im Grunde genommen hat es in uns drin Freundlichkeit. Aber wir können sie kund werden lassen. Oder auch nicht. Paargespräch. Der Mann, grosser Intellektueller, ein bisschen Chaot, ist in Paris aufgewachsen, praktisch als Strassenkind. Ist jetzt aber auf einem hohen akademischen Level tätig. Die Frau aus einer Fabrikantenfamilie, ganz ungeheuer strukturiert. Und die Ehe war sehr schwierig. Die Frau hat probiert, dem Mann wirklich immer wieder auch bei seinen Weg mitzugehen. Und mit der Zeit war sie so frustriert, dass sie innerlich abgehängt hat. Und sie ist dann so, wie man das immer wieder sieht, wenn dann so grosse Enttäuschungen kommen und man müde wird irgendwo in der Beziehung, ist viel Verbitterung reingekommen. Und sie hat ihrem Mann immer wieder sehr grosse Vorwürfe gemacht. Der Mann hat in den Gesprächen, die wir hatten, erstaunliche Fortschritte gemacht. Und die Frau ist so wie stehen geblieben. Und irgendwann sind wir dann mal auf den Text gekommen, den ich erwähnt habe, lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Da haben wir die Frau gefragt, Freundlichkeit, ist das da innen? Hat sie sich so ein bisschen überlegt, sagt sie ja. Habe ich gesagt, und ihrem Mann gegenüber auch? Hat sie so ein bisschen verschmitzt gelächelt? Und ich gesagt, ja, wohl, schon. Dann habe ich gesagt, willst du sie nicht hier und da mal kund werden lassen? Er hat gesagt, nein, möchte ich nicht. Ich habe gesagt, ist okay. Das ist kein Problem. Wichtig ist, dass sie wissen, sie ist da. Und aus dem hat sich dann etwas entwickelt, einfach aus dem Bewusstsein. Da ist ja etwas in mir immer noch da. Oder vielleicht sogar reingelegt, auch von Gott her. Mit der Zeit hat sie sich dann entschieden, das hier und da auch noch kund werden zu lassen.
Und die Ehe hat sich in dem Sinn dann sehr stark verändert. Etwas anderes, was mir aufgefallen ist, in dieser Art von Arbeiten, die sich dann ausgebildet hat, ist, dass immer wieder bei mir in den Gesprächen drin so wie Bilder entstanden sind. Ich habe sehr viel gezeichnet in diesen Gesprächen. Und die Papiere sind dann einmal mit heim und im Kühlschrank gelandet. Und die Kinder haben zum Teil dann einmal gefragt, was hat er heute wieder gezeichnet? Und bei diesen Bildern, die da entstanden sind, haben sich einige so herauskristallisiert als Bilder, die zu allen Leuten immer wieder reden. Die sind alle im Gespräch im Moment entstanden. Und dann ist in einem späteren Gespräch ist man vielleicht wieder in den Sinn gekommen, wieder zeichnen und hat wieder eine Wirkung gehabt. Ich habe dem nachher gesagt, ein Konzept. Ob das ein gescheiter Begriff war, weiß ich nicht. Aber ich habe dem jetzt so gesagt. Und ein Konzept, was ist das? Ein Konzept ist ein Bild. Man könnte das Konzept vergleichen mit einem Gleichnis, wo in dem Sinn eine Aussage macht, wo Menschen wie intuitiv relativ schnell erfassen, um was es könnte gehen. Es ist ein Konzept, wo dann auch mit Inhalt gefüllt wird vom Gespräch her und wo die Leute nachher daheim auch wieder beim Anschauen von der Zeichnung wieder gewusst haben, um was es jetzt geht. Es hat sich eine Art von Arbeiten bei mir entwickelt, die ich umschrieben habe als konzeptuell, das heisst Anwenden von Konzept. Das Ziel ist eigentlich, Menschen in den Gesprächen auf der Ebene von ihren Grundhaltungen oder vom Herz, wenn ihr wollt, anzureden. Das ist das Ziel. Und je nachdem, wie wir mit Menschen reden, reden wir entweder ihren Kopf an oder ihr Herz. Mir ist aufgefallen, wie gern die Bibel, Jesus, auch im Alten Testament immer wieder mit Gleichnis redet. Und zwar, ich denke, genau aus dem Grund. Weil da unser Herz etwas erfassen kann, intuitiv, rasch, wo unser Verstand mehr Zeit braucht, bis er nachkommt. Ihr kennt vielleicht den Satz von Blaise Pascal: Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Unser Herz hat eine Vernunft oder Gründe, könnte man auch sagen, die unseren Verstand nicht kennt. Wenn Ehepaar Hilfe suchen, dann sind sie meistens ineinander verstrickt und verhakt. Und ihre Beziehung ist wirklich zum Stress geworden, um den Begriff vom Anfang vom Nachmittag nochmal aufzunehmen. Es sind in dieser Zeit, in diesen Auseinandersetzungen, sind Bedingungen formuliert worden, Erwartungen ausgedrückt worden. Und es haben sich Beziehungsmechanismen eingespielt, die immer wieder auf eine ähnliche Art ablaufen und destruktiv sind. Wenn Ehepaar kommen, in diesem Zustand, dann brauchen sie zwei Sachen. Sie brauchen Entflechtung. Entflechtung heisst ein sorgfältiges Auseinandernehmen, sodass jedes wieder an seinen Platz kommen kann. Und sie brauchen etwas Zweites, sie brauchen Entlastung. Was sicher ist, die haben alles Mögliche ausprobiert, die haben sich Mühe gegeben. Und sie haben es mit all ihrer Mühe nicht geschafft. Entlastung. Ich will Ihnen jetzt so gerade so eine erste Frage stellen. Kann man mit einem christlichen Werk, das viel mit Ehepaar arbeitet, wo wir mal eingeladen haben für eine Retraite, habe ich Ihnen die Frage gestellt, wo ohne grosse Absicht: Was ist das Entlastende an eurem Eheverständnis? Und dann haben die mich gross angeschaut und gesagt, sollte das etwas Entlastendes haben? Sag ich, ja, das sollte es. Überlegen Sie sich rasch,
Was ist das Entlastende an Ihrem Eheverständnis? Sie haben auch eins. Was ist das Entlastende an Ihrem Eheverständnis? Ja? Dass man immer wieder vergeben kann. Aha. Peter? Dass man von einem sich kann verlassen, dass man durch dick und dünn miteinander geht. Aha. Also, dass so eine gewisse Sicherheit da ist. Mhm. Weiter. Nochmal? Gemeinsam unterwegs sein, ja. Die Erwartung, die man aufeinander hat, ist eine Last, die man aufeinander bringt. Aha. Also die Erwartungen als Last. Genau. Und es braucht Entlastung. Also Rückzug von den Erwartungen. Aha. Ich habe eines von diesen Konzepten, wo sich in meiner Arbeit entwickelt hat. Das werde ich Ihnen auch rasch jetzt zeichnen. Und ich werde Sie einladen, wenn Sie verheiratet sind, ich habe es nicht gefragt, ich hätte am Anfang fragen können. Es ist noch gut, wenn man weiß, was für ein Publikum das man hat, aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt. Das verpasst also. Wenn Sie verheiratet sind, schauen Sie einmal, wenn ich es zeichne, was das bei Ihnen bewirkt, irgendwo, was da passiert. Wer wäre parat, ein bisschen zu sagen, was irgendwo so während dem Zeichnen passiert ist, so bei den verschiedenen Stadien? Es ist entlastend. Was ist entlastend? Wo hat die Entlastung angefangen? Bei einem Konflikt. Also ich denke einfach so, das Gegenüber könnte eine Belastung sein. Ja. Hat die Entlastung mit dem angefangen, oder was? Ja. Ja. Es ist noch ein Dritter im Bund. Ja, ja. Weiter, hat sonst noch etwas innerlich so erlebt? Was meinst denn du dazu? Was meinst denn du dazu? Also so, oder du da? Du. Ich bin der Mann gesehen, der hat gedacht, was meinst denn du dazu? Oder so? Hä? Ja. Gut. Ich mag mich erinnern an jemanden, der gesagt hat, das war so einsam. Das hat jemand erlebt. Also mehr, wenn nur das gegenüber ist, ja. Ist so quasi, wenn er so reagiert, muss ich auch so. Ja. Und ja. Also so wie nur eine Wechselwirkung zwischen genau. Zwei Partnern genau. Ist. Und das ja. Ist wie, man kann das Muster nicht durchbrechen. Ja. Genau. Also ich mag mich erinnern, mal eine Person hat gesagt, wo sie das gezeichnet hat, noch ohne Verbindung, nur schon das, dass da jemand ist, wo ja. Noch jemand etwas erlebt? Also mir würde es mehr entlasten. Für mich ist Gott ein bisschen statisch und ein bisschen fest am Rand. Also für mich ist es eher ein bisschen einengend. Also mir kommt jetzt ein paar in Sinn, wo genau mit dem Druck ist gekommen, dass ihnen alle sagen, wenn ihr Gott näher wäre, dann wäre die Harmonie da.
Und dass die Entlastung eigentlich dort drin besteht, dass eben Gott nicht irgendwo statisch ist, sondern anders fassbar. Darum, für mich ist Gott zu schwierig. Da. Ja. Zu klein. Ja. Müsste. Ja. Mhm. Ja. Das ist bei mir in der Praxis auch sehr häufig. Ich habe nur eine christliche Hebamme bei mir in der Praxis, mit meiner Frau. Und genau das, so viele Menschen, vor allem sage ich aus engen kirchlichen oder freikirchlichen Gründen, kommen mit dem Druck. Und da ist Gott wüsste schon, wie du es machen müsstest. Seid ihr beten? Und weil ihr es nicht machen wollt, darum sind ihr weg von Gott. Und habt ihr über, das geht dann noch weiter, habt ihr dann überhaupt noch eine Möglichkeit, wieder zu ihm zurückzukommen? Mhm. In einem konkreten Fall hat das bis in den Suizid geführt. Mhm. Sie müssen andere Beziehung mit Gott entdecken. Ja, genau. Das ist doch gut. Also das ist schon klar, das habe ich Ehepaar. Ja, das habe ich Ehepaar auch immer wieder gesagt, oder Menschen immer wieder gesagt, wenn ich haben müssen sagen, ihrem Gott könnte ich nicht vertrauen. Bei ihrem Gott hätte ich Angst. Aber bei meinem ist es anders. Das ist für mich der Ort der Geborgenheit. Wenn wir bei dem Dreieck doch noch kurz bleiben, sehen da noch andere Sachen drin, wo man vielleicht noch könnte ein bisschen aufgreifen. Ja? Wo? Was? Da? Und da? Aha. Es ist eine interessante Möglichkeit. Es gibt etwas, wo man jetzt, wenn man von der Geometrie würde reden, oder? Wo man könnte sagen, hochklappen. Könnt ihr euch vorstellen, was man könnte hochklappen? Ja? Yeah? Ja, genau. Oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn etwas aus dieser Beziehung, gewisse Sachen aus dieser Beziehung können wegkommen, wenn die in diese Beziehung kommen können, könnt ihr euch vorstellen, was denn da unten passiert? Entlastung. Ja. Ja. Probleme oder Sorgen, ja. Also zum Beispiel, wenn ich weiss, dass meine Frau das, was sie an Liebe und an Zuwendung braucht, nicht nur von mir erwartet, das ist echt entlastend. Also, wenn wir wissen, dass das Gegenüber da in dieser Beziehung etwas findet, wo Stille und Geborgenheit drin liegt, dann ist das echt eine Entlastung. Ich kann noch etwas anderes sagen, vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Was machen wir, wenn es uns an Liebe fehlt? Ich mag mich an so eine Situation erinnern, wo das in unserer Beziehung mir bewusst worden ist, dass ich zu wenig Liebe zu meiner Frau habe. Und dort habe ich nachher gesagt, Herr, ich möchte gern, dass du mir Liebesimpuls schickst. Für das bist du zuständig, ich bin nachher fürs Umsetzen zuständig. Das mache ich dann. Aber schicken musst du mir sie. Also das heisst, ich gebe mir keine Mühe. Ich habe jetzt so die Lösungen, die auch angeboten werden, habe ich kennt, so in der Richtung «Touch your wife three times a day». Irgend so die Methode quasi und hat dann, das will ich eigentlich nicht. Ich will, dass etwas wirklich auch emotional von mir her dann nachher überfließt. Und das habe ich gemerkt, das ist nachher wirklich passiert, wo da etwas gekommen ist und das hat nachher können auch weitergehen. Das ist auch wieder etwas mit dem, was von Gott her dann in eine Ehe hineinkommt. Ich möchte vielleicht noch etwas anderes zeigen. Es gibt, wenn man Gott mit einbezieht, gibt es zwei Wege von der Beziehung.
Ist das irgendwo verständlich, was das könnte heissen? Was wäre so der obere Weg, was der untere Weg ist? Kommunikation, das ist uns wahrscheinlich klar. Was ist der obere Weg? Mit was könnte das zu tun haben? Das gemeinsame Gebet. Zum Beispiel. Oder auch einfach für den Partner beten. Das ist auch oben durch. Ich erzähle euch vielleicht auch noch aus einem Gespräch, wo eine Frau mir gesagt hat, ich habe bis jetzt immer probiert, und das ist ja etwas, was sehr häufig passiert, ich habe immer probiert, meinen Partner zu verändern. Nach meinem Bild. Nach meinem Bild. Das ist etwas sehr Auffälliges. Ich habe ein Ehepaar hier und da gesagt, ihr seid ein Töpfer-Ehepaar. Ihr habt Tendenz, andere immer zu formen. Und dann kam die Frau in das Gespräch und hat gesagt, sie habe das ganz bewusst aufgegeben. Und es habe gar nichts genützt, ihren Mann habe sich nicht verändert. Seit sie das Gott übergeben habe und gesagt, gestalten doch um, so wie du es denkst. Seit dem Moment fängt er sich wirklich an zu verändern. Und sie war fast ein bisschen wütig. Sie hat es nicht geschafft und von Gott her passiert jetzt da etwas. Ich glaube, das Wichtigste habe ich noch nicht erwähnt. Ich will euch einen Text vorstellen oder vorlesen, den ihr kennt. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was mich interessiert an dem Text ist, was Gott zusammengefügt hat. Gott scheint der zu sein, der in jeder Ehe das Zusammenfügen an die Hand nimmt. Wie er das konkret macht, da haben Sie vielleicht selber auch Erfahrung. Gott ist das Miteinander in einer Ehe, ist Gott wirklich ein grosses Anliegen. Ich gebe vielleicht da auch noch ein konkretes Beispiel, wie das Zusammenfügen passieren kann. Das stammt nicht von mir, das stammt von einem Kollegen, Psychiater, an einem Treffen, hat er das mal erzählt. Er hat gesagt, wir haben so massive Krach, so massive Konflikte miteinander, dass wir gemerkt haben, wir können nicht zu Ende streiten, wir müssen uns trennen. Und dann ist die Abmachung das Erste, die merkt, was jetzt wieder läuft, sagt Stopp. Und dann geht jedes in ein anderes Zimmer und geht direkt zu Gott. Und dann hat er gesagt, und ich habe noch nie erlebt, dass Gott mir Recht gegeben hätte. Und ich denke, wer das praktiziert, der wird die Erfahrung auch machen. Das heisst, Gott weist mich immer aufs andere hin, Gott ermutigt mich immer wieder, einen Schritt auf meine Frau zuzumachen, in ihr zu vergeben oder aus meiner Höhle führen zu kommen und wieder auf sie zuzugehen. Gott fügt wirklich zusammen. Ich möchte gerne noch ein zweites Konzept zeigen. Schauen Sie es einfach mal an. Was löst die eigenartige Formel bei Ihnen aus? Also Freiheit und Zuwendung ermöglichen die Liebe. Ich will sie mal noch etwas anders formulieren. Das Ziel
von der Ehebeziehung ist, vom Ursprung her, wie es Gott gedacht hat, Liebe. Das ist klar. Das ist das Ziel. Es gibt in einer Ehe nicht mehr Liebe, wie es Freiheit gibt. Es gibt in einer Ehe nicht mehr Liebe, wie es Freiheit gibt. Was bedeutet Freiheit? Ich will einen Satz von einem deutschen Dichter zitieren. Das ist der Matthias Claudius. Der hat seinem Sohn Johannes 1799 einen Brief geschrieben. Und dort steht: Nicht der ist frei, der da tut, was er will, sondern der ist frei, der wollen kann, was er tun soll. Ich sage nochmal: Nicht der ist frei, der da tut, was er will, sondern der ist frei, der wollen kann, was er tun soll. Die Freiheit, von der da dreht, ist schon bei Matthias Claudius. Die Freiheit, das ist die Freiheit, wo man sieht, zum Beispiel, wenn man die Evangelien liest, wo man sieht, das ist die Freiheit, die Jesus hatte. Jesus ist den Menschen gegenüber hat in einer ungeheuren Freiheit gelebt. Aber seine Freiheit war durch das charakterisiert, dass er sich vom Vater, dass er in dieser Vaterbeziehung sich ganz dem Vater unterordnet hat. Ich habe das vorhin schon angedeutet, er hat gesagt, der Sohn kann nicht von sich aus tun, was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Also es ist die totale Unterordnung. Also die grösste Freiheit, die der Mensch eigentlich erreichen kann, ist, wenn er in die Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater, in der er drin lebt. Das ist die Freiheit. Die Freiheit, wo wir uns in dem Sinn, nochmal zum Dreieck, wo wir uns in dieser Verbindung zu Gott unsere Verantwortung ganz trägt. Freiheit hat für mich etwas zu tun mit der Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortlichkeit. Das ist eine riesige Herausforderung. Was heisst das, eigenverantwortlich sein? Eigenverantwortlich sein heisst, ich übernehme die Verantwortung für alles, was ich tue, was ich nicht tue, was ich denke, und ich empfinde oder nicht empfinde. Das heisst, das ist der Verzicht auf jede Art von Schuldverschiebung. Im Sinn von, wenn meine Frau würde, könnte ich. Es ist Bereitschaft, wirklich die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, es fehlt mir an Liebe. Was mache ich? Nicht von ihr etwas zu erwarten, dass ich sie wieder besser könnte lieben, sondern mich dem stellen und sagen, was mache ich? Also Freiheit und Eigenverantwortlichkeit, die gehören zusammen. Man muss frei sein, bedeutet, man darf vom anderen nichts schuldig sein. Liebe ist freiwillig geben. Liebe ist auch nicht verdient. Ich habe gesagt, dass wenn Ehepaare kommen, sind sie ineinander verkrallt und verhakt. Und Entflechtung bedeutet nichts anderes, wieder an sie an ihren Platz zu führen, dass sie wieder eintreten können, ihre Eigenverantwortlichkeit und ihre Freiheit. Das ist alles. Und ihr merkt, dass wenn da unten Entflechtung passiert, dann gibt es unten Luft in der Beziehung. Es braucht aber noch einen mittleren Teil. Es ist so wie Freiheit führt noch nicht unbedingt zur Liebe. Freiheit könnte auch zur Indifferenz führen.
Es braucht noch den mittleren Teil, Zuwendung. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich mache die Kurse auch auf Französisch zum Beispiel. Im Französischen gibt es für Zuwendung kein Wort. Kein wirklich zutreffendes Wort. Wir haben so etwas gewählt, Sollicitude. Aber das ist eigentlich nicht genau das Gleiche. Es ist noch eindrücklich, dass nicht alle Kulturen das Wort in dieser Bedeutung kennen. Zuwendung bedeutet also, ich wende mich dir bewusst zu. Zuwendung im Moment, das hat etwas für, das sind so Momente, wo Beziehungsqualität möglich ist, wo man einander wirklich zugewendet ist. Es gibt aber noch Zuwendung auf Dauer. Und Zuwendung auf Dauer, das wäre für mich Treue. Treue, die Verbindlichkeit, das ist Zuwendung auf Dauer. Ich möchte Ihnen jetzt, so, bevor wir nachher noch einmal so ein bisschen in Austausch gehen, möchte ich Ihnen gern für sich einfach persönlich einmal kurz Zeit geben, die paar Sachen, die Sie jetzt gesehen haben, die Sie gehört haben. Was löst das in Ihnen aus? Wie reagieren Sie innerlich darauf? Ich möchte gerne nachher auch einige von diesen Reaktionen vielleicht auch ein bisschen sammeln. Möchte jemand etwas zurückmelden als Reaktion, positiv oder negativ? Ich bin ein bisschen bei diesem Satz gehangen, dort zu arbeiten, wo Gott schon dran ist. Ja. Und das ist für mich eigentlich das Gleiche wie ressourcenorientiert zu arbeiten. Ob jetzt das ein bisschen mit frommerem Vokabular oder ohne das vorkommt, staune ich, wie bei Menschen Ressourcen da sind. Mhm. Ob sie jetzt von der Beziehung zu Gott reden oder nicht, ob sie einer christlichen Konfession angehören oder Muslime sind. Also das Potenzial zu ganz vielen, das zu gelingenden Beziehungen kann beitragen, vielfach da ist. Ja. Also das möchte ich auch bestätigen. Ich habe immer wieder gemerkt, ich habe immer wieder auch mit Nicht-Christen gearbeitet. Mindestens immer so eine Person oder ein Paar gehabt. Neben den anderen, die meistens Christen waren. Und ich habe gemerkt, es ist irgendetwas an der Stelle von Gott. Irgendetwas. Und das ist so eine Ressource. Wenn man das finden kann, was das ist, dann wird in diesen Beziehungen Kraft freigesetzt. Das ist so. Als Beispiel, ich habe es von einem deutschen Ehepaar, die sind von Mannheim einmal angereist. Die sind einfach in Deutschland, die sind von einer sehr bekannten Familie, die entdeckt keine Hilfe suchen will. Sie sind nicht Christen gewesen. Und das ist Ehebruch im Spiel gewesen, beim Mann. Und ich habe den Mann, ich weiß nicht mehr, ich habe glaube 5 Gespräche mit denen gemacht, in 2-monatlichen Abständen. Und etwa im 2. oder 3. Gespräch habe ich den Mann gefragt, Herr XY, das, was Sie gemacht haben, wäre das von Ihren Vorstellungen her die beste Lösung für die Gesellschaft? Da hat er mich ganz entsetzt angeschaut und gesagt, nein, auf keinen Fall. Was wäre denn die beste Lösung? Und dann hat er es gesagt, Treue, Dauerhaftigkeit, Raum von Geborgenheit und so weiter. Und ich sagte, gut, gehen Sie heim und machen Sie es. Und das ist gegangen und hat es gemacht. Also das ist in dem Sinn, oder? Das, was da war, die Wert, das hat er selber ernst genommen und hat das wirklich umgesetzt. Ja. Ich habe einfach gemerkt, wenn man den Glauben einbeziehen kann, dann passiert häufig eben, wir haben das vorhin auch schon angesprochen, passiert
nicht nur im Sinn vom Frommsein etwas, sondern da verändert sich echt auch die Beziehung. Weil es kommt, also Eigenverantwortlichkeit, was heisst das? Das heisst, vor Gott verantwortlich sein letztlich, oder? Das ist Eigenverantwortlichkeit. Und da, also das ist etwas von dem, was ich immer wieder erlebt habe, dort die Möglichkeit, den Glauben einzubeziehen, hat sich die Beziehung von diesen Menschen zu Gott hat sich sehr stark verändert. Und zwar entfaltet zu einem Gott von der Gnade und von der Barmherzigkeit und von der Liebe. Hat es noch andere Rückmeldungen, Reaktionen? Ja. Mir ist das Wort Zuwendung, ist mir so ein bisschen doppelt und dreideutig durch den Kopf gegangen, was das eigentlich heisst, oder? Mir ist auf meinem Stuhl, und ich so denke, ich muss aktiv werden, wenn ich zuwende, oder? Das ist so. Und das ist etwas, was in meiner Verantwortung liegt. Genau. Das heisst, es ist auch Wollen und es ist Arbeit. Genau. Ja. Ja, das ist so. Ja. Also das ist nicht einfach eine selbstredende Sache. Nein, ja, da muss man sich manchmal einen Schub geben. Man muss sich entscheiden, manchmal zur Zuwendung. Ja. Weitere Rückmeldungen? Können wir noch auftun? Haben Sie noch Fragen? Oder auch Anfragen? Oder Hinterfragen? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich möchte gerne jetzt noch etwas kurz sagen zu dieser Arbeit, die wir machen. Wir bieten von dem Verein, der Lisa E. Atelier heisst, die haben in der Mappe haben ja ein paar Flyer, bietet mir vor allem Ausbildung an für Eheseelsorge. Ein bisschen etwas, um was es geht bei dieser Eheseelsorge, habe ich schon angedeutet. Die Ausbildung ist jetzt so in zwei Teilen, zwei Module, wenn Sie wollen. Das erste Modul ist Ehewoche. Weil es war unser Anliegen, dass die Ehepaare, die nachher allenfalls andere begleitet oder beraten, dass die selber an sich auch in ihrer Ehe etwas erfahren haben. Und die Lisa-Ehewoche, da geht es wirklich in dem Sinn um die eigene Ehe, aber es geht auch um das Eheverständnis, eben, wo sie dann quasi wie die Konzepte auch mal auf die eigene Ehe übertragen. Es gibt noch eine Reihe von anderen Konzepten. Zum Beispiel die holländische Brücke ist noch eins, wo so etwas von dieser Unabhängigkeit, die jedes eigentlich hat, aufzeigt. Die Ehewoche die bietet mir auch an in Zusammenarbeit mit Gemeinden und mit Gemeindeverbänden oder mit christlichen Werken. Wir sind am Montag zurückgekommen von Berlin, wo wir so eine Ehewoche gemacht haben mit einer Berliner Gemeinde, Lukas-Gemeinde. Da sind dann auch Leute aus anderen Regionen dazugekommen. Also das ist eines von diesen Angeboten. Und wer so eine Lisa-Ehewoche gemacht hat, der kann nachher eintreten in einen Ausbildungskurs. Der Ausbildungskurs der ist relativ intensiv. Der dauert etwa anderthalb Jahre. Das sind 12 Wochenende. Und eine sogenannte Praxiswoche nach 9 Wochenende tun wir den Kurs halbieren und dass möglichst jedes Ehepaar ein Gespräch kann führen vor dem Rest der Gruppe mit einem Ehepaar von außen. Wir wollen auch, dass die Leute während dem Kurs schon mit einem Ehepaar arbeiten. Und in diesen Praxiswochen finden nachher die Live-Gespräche statt mit diesen Ehepaaren von außen. Und das ist da, wo wirklich nochmal ganz ein intensiver Lernschub passiert. Und nachher haben wir dann nachher noch 3 Wochenende zum Abschliessen vom Kurs. Wir bieten nachher von dem Verein, den wir dann mit der Zeit gegründet haben, bieten wir den Leuten, die die Ausbildung gemacht haben, bieten wir Weiterbildung an. Es gibt jedes Jahr gibt es 2 Weiterbildungstage.
zu verschiedenen Themen. Ich sage mal irgend so eins von diesen Themen. Wir hatten einmal den inneren Fahrschreiber. Das sagt Ihnen wahrscheinlich jetzt überhaupt nichts. Bei den Flugzeugen oder bei den Lastwagen gibt es ja also die Blackbox, die alles registriert. Und ich denke, wenn man seelsorgerlich oder therapeutisch mit Leuten arbeiten will, dann muss man eigentlich eine gute Wahrnehmung haben von dem, was innerlich in uns abläuft, während wir das Gespräch führen. Und das ist um das Thema gegangen, wie kann man die innere Wahrnehmung von dem, was ich tue, damit man sich dem auch nachher kann stellen kann, kritisch. Wie kann ich die innere Wahrnehmung, wie kann die wachsen, wie kann die zunehmen? Gut, es geht gut, Oriane, quelque chose? Aha, oui. Wir machen die Kurse und Wochen- und Ausbildungskurse, das machen wir mit Mitarbeitern zusammen. Wir haben Mitarbeiter ausgebildet, die jetzt dieser Ausbildung dann auch mitarbeiten. Wir haben in der Ausbildung haben wir ungefähr etwa 20 Mitarbeiter Ehepaar. Wir haben jetzt gerade einen Kurs abgeschlossen, letzten Dezember, und es fängt jetzt im Februar der nächste an. Der nächste wird in Seewis stattfinden, geleitet von Daniel und Kathi Zindel. Vielleicht kennen einige den Namen. Daniel ist Leiter vom Gotthilft-Werk. Gut, Sie haben auch noch so ein Blatt in dieser Mappe, wo ein paar Gedanken drauf sind und ein Auszug aus einer Broschüre, die ist im Moment, ich habe noch ein paar Exemplare, ich habe ein Buch mitgebracht, das ich geschrieben habe, Makarios. Das sind die letzten Exemplare. Und ein Büchli über finale Eheseelsorge. Wer interessiert ist, könnte sich noch etwas von dem kaufen. Du dort. Preis noch dazu stellen. Hallo, ja. Habe ich das richtig hier verstanden, dass Sie das Angebot sich nur als Ehepaar? Das ist so, ja. Ja. Wir haben wirklich das Gefühl, es ist gut, wenn immer möglich das Paar mit Paar arbeitet. Ich habe das in meiner Zeit, als ich noch vollzeitig tätig war, habe ich das nicht gemacht. Meine Frau ist nicht Psychotherapeutin. Sie hat in dem Sinn das, was wir als Niveau wollen, an der Beratungsstelle hat sie nicht gehabt. Und ich habe das immer alleine gemacht. Und ich muss sagen, ich habe immer wieder auch von Frauen die Rückmeldung bekommen, Herr Engeli, Sie verstehen mich nicht ganz. Also ich muss sagen, Sie haben recht, ich bin ein Mann. Also ihr merkt, was für einen grossen Vorteil das ist, dass man sich ergänzen kann und dass eben vom Gegenüber, also vom Paar, immer jemand auch ein gleichgeschlechtliches Gegenüber hat. Ich denke, es wäre gut, wenn Frauen Frauen könnten herausfordern und ermutigen und Männer Männer. Das ist der Grund, ja. Noch eine Frage? Ja. Was machen die, wenn jetzt zum Beispiel ein Paar wirklich eine Krise hat und der eine von diesen beiden will einfach nicht irgendeine Eheseelsorge oder irgendetwas, er will gar nicht? Man sagt ja sonst, wenn jemand nicht will, was will, dann kann man nichts machen. Ja. Aber gleich, ich kenne jetzt ein Paar, das wirklich echt Schwierigkeiten hat. Und beide gehen fast kaputt, oder? Ja. Und der Mann, der will jetzt einfach sagen, komm mir nicht mit irgendeiner Eheseelsorge. Ich denke, das ist relativ häufig so. Ich möchte aber einfach vom Dreieck her möchte ich noch mal sagen, ich habe häufig mit Frauen alleine so geschafft, dass es für die Ehe eine echte Hilfe ist. Das ist das Beeindruckende, wenn man so arbeitet, dass man mit einem Partner kann arbeiten und es wird dieser Ehe gut tun. Auch wenn von der Gegenseite gar nichts kommt. Ich habe diese Situation mehrfach erlebt, dass Frauen auch in Situationen, wo sie an für sich daraus hätten können, sich entschieden haben, drin zu bleiben.
und Begleitung gebraucht haben, aber durch das eigentlich sehr starke Frauenpersönlichkeiten geworden sind, sich entwickelt haben in dieser Ehe und nicht zugrunde gegangen sind. Ja. Noch eine andere Frage? Gut, dann würden wir unsere Zeit hier abschliessen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.